bin Bruno Walliser und kandidiere für den Nationalrat. In Vogelschwil bin ich aufgewachsen und auch stark verwurzelt. Ich durfte in früheren Jahren das Präsidium der SVP-Ortssektion übernehmen. Schon nach kurzer Zeit hat mich der Souverän zum Gemeinderat gewählt. 4 Jahre später haben mich Vogelschwilerinnen und Vogelschwiler zu ihrem Gemeindepräsidenten gewählt. Da in Vogelschwil bin ich neben dem Präsidium auch verantwortlich für die Finanzen. In Vogelschwil ist auch mein Kaminfegerbetrieb beheimatet, den ich in der zweiten Generation führe. Nach meinen strengen Arbeitstagen erhole ich mich sehr gerne auf dem Velo, aber am liebsten natürlich im Kreis meiner Familie. Auch der nördliche Teil unseres schönen Kantons hat viele Naturschönheiten. Die Tourkraft, die vom Rheinfall ausgeht, inspiriert mich immer wieder aufs Neue. Der Kanton Zürich ist der Wirtschaftsmotor der Schweiz und zudem einer der grössten Agrarkantone unseres Landes. Nach gemachter Arbeit darf man sich durchaus mal einen guten Tropfen aus dieser schönen Gegend gönnen. Uster ist die drittgrösste Stadt des Kantons, zudem auch der Bezirkshauptort. Als ehemaliger Industriestandort hat Uster den Wandel geschafft zu einem prosperierenden Arbeits- und Wohnort. Ich setze mich ein für den Zusammenschluss von der Zürich Oberland Autobahn, damit die Ortschaften, die Dörfer im Zürich Oberland entlastet werden vom Durchgangsverkehr, aber auch vom Schleichverkehr. Ich liebe die Stadt Zürich. Zürich ist eine der schönsten und wohnlichsten Städte der Welt. Das soll und muss so bleiben. Als Kantonsrat setze ich mich gerne dafür ein, dass Sie, liebe Zürcherinnen und Zürcher, weiterhin vom Staat ein gutes Preis-Leistungsverhältnis erwarten dürfen. Ohne Flughafen Kloten geht im Kanton Zürich nichts. Der Wohlstand von uns allen hängt zusammen mit dem Flughafen Kloten, auch wenn das viele nicht wahrhaben wollen. Das Anflugregime auf dem Flughafen Kloten muss mit unserem Nachbarland Deutschland neu ausgehandelt werden. Kloten darf gegen andere Flughäfen nicht diskriminiert werden. Es braucht ein selbstbewusstes Auftreten von der Schweizer Seite aus. Hier im Bundeshaus in Bern möchte ich mich für Sie, liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, einsetzen. Die Schweiz ist mir sehr wichtig. Die Schweiz liegt mir am Herzen. Und ich möchte mich gerne dafür einsetzen, dass sich die Schweiz weiterhin positiv entwickeln kann. Indem Sie mir Liste 1 von der SVP zweimal Ihre Stimme geben, können Sie mich damit unterstützen, dass ich das Ziel erreichen kann. Besten Dank und hoffentlich bald in Bern.